Es gibt in Deutschland an allen Ecken und Enden und in allen Schularten ganz hervorragend arbeitende Schulen und Lehrer und Lehrerinnen. Und ich glaube, der Deutsche Schulpreis, auf dem ja vieles beruht, was in der Deutschen Schulakademie passieren soll, der hat diese Schulen zum Teil sichtbar gemacht. Und mir würde es darum gehen, dass das Exzellente, das da in Einzelfällen sichtbar wird, dass das nicht ein Einzelfall bleibt, sondern dass man versucht, das, was da an Extrakt, an Systematischem da ist an guter Schule, dass man das transferierbar macht in möglichst viele Schulen oder in die Fläche insgesamt in Deutschland. Toleranz. Menschlichkeit. Respekt. Selbstständigkeit. Vielfalt. Chancen lassen. Freundlichkeit. Auf einer Ebene. Sich selbst zu verbessern. Keine Angst zu haben, mal Fehler zu machen. Kein Stillstand. Zur Seite stehen. Flügel verleihen. Wir sehen aus der Praxis, die die Deutsche Schulakademie ja transportieren soll, es geht. Jetzt suchen wir nach den Wegen, wie es bei sehr viel mehr Schulen, vielleicht sogar in der Fläche, möglich sein wird, dass das geht, was da gut ist. Das wäre ein tolles Ziel.